Fragen, ein Elfer. Und hier ist Ihr Moderator, Albert Nsia. Dritter Spieltag hier in der Bezirksliga Unterfranken. Das ist im Vergleich für die, die nicht aus Unterfranken kommen, zu Hessen ist das die Gruppenliga. Ja, heute trifft da der BSC Schweinheim auf Marktbreit Martinsheim. Und der BSC will auf jeden Fall 3 Punkte hier behalten, denn die wollen im oberen Drittel, hat man mir gesagt, wollen sie sich einpendeln diese Saison. Das heißt, da muss man gegen so einen Gegner natürlich auch 3 Punkte einfahren und gegen alle anderen wahrscheinlich auch. Die Jungs haben 4:4 legendäres gespielt gegen TuS Leide, 4:2 geführt, dann aber doch noch das 4:4 kassiert und dann fast in der Schlussphase noch das 5:4 nochmal geschossen, aber halt eben nur fast. Deswegen sind da auch Punkte liegen gelassen worden und deswegen hat der BSC bisher auch nur diesen einen Punkt auf dem Konto. Ja, der Stadionsprecher, er meldet sich schon. Ich bin sehr gespannt, wie das Spiel heute hier ausgeht. BSC mit neuem Trainer André Gall. Ex-Trainer U15 Viktoria Aschaffenburg und aktueller DFB-Stützpunkttrainer, der den Kader auch nochmal qualitativ aufgewertet hat. Qualitativ und quantitativ. Und ob die Jungs, die die Qualität haben, diese hier auch auf dem Platz zeigen können, das schauen wir uns jetzt am besten mal an. Viel Spaß euch. Und dass die Jungs die Qualität haben, das zeigten sie auch schon nach 4 Minuten. Tobias Teilig aus 16 Metern. Wenn das Ding oben links einschlägt, na dann holla die Waldfee. Und dass die Jungs vom BSC auch von defensiv auf offensiv umschalten können, das sehen wir in der folgenden Szene. Marktbreit im Vorwärtsgang. Die Jungs versuchen hier die Lücke zu finden. Es bietet sich aber keine. Und dann geht es ratzfatz durchs Mittelfeld. Chris Webe und Ugo Ender mit dem Aufbauspiel. Ugo Ender mit dem, na, ich nenne es mal einen Pass. Und Eckert mit der Vollendung zum 1:0. So schnell und einfach kann das gehen. Super Umschaltspiel vom BSC und dann steht es eben 1:0, weil Eckert vorne eiskalt bleibt. Ja, eiskalt und wachsam vor allem hätte auch ich sein können. Hätte Fahrradkette, war ich aber leider nicht und war leider mit anderen Sachen beschäftigt, zum Beispiel dem Bild aus der Luft und dann hab ich das Tor von Ogur Bender verpasst. Aber wir gucken uns natürlich das Tor nochmal aus der Hintertorperspektive an. Vielleicht nicht ganz so gut wie von der Seite, man sieht schon, es war ein Strahl. Zum Glück noch eine hinter Tor stehen. Ah, Gott sei Dank, war nämlich auch ein geiles. Dann auch wieder Ogo Ender, aber diesmal als Vorlagengeber für Eckert. Und der macht das Ding nicht. Oder doch? Nee, doch. Der Linienrichter letztendlich entscheidet dann auf Tor. Das war eine ganz, ganz knappe Angelegenheit, aber wahrscheinlich am besten zu entschlüsseln vom Linienrichter. Denn hier kann man zwar noch sehen, dass der Ball nicht über der Linie ist. Dann dotzt er aber noch mal ein Stück nach hinten. Der Keeper, schwierig, wahrscheinlich, wie gesagt, die beste Sicht hatte da der Linienrichter. Und der entscheidet auf Tor. 3:0. Und es ging fröhlich weiter. Jetzt kam ein bisschen Härte ins Spiel. Marktbreite versuchte, ihre wenigen oder gar keinen Chancen durch dann Härte zu kompensieren, was ihnen aber auch nicht wirklich gelingt, denn das 4:0 erfolgte zugleich. Schöne Freischüsse-Reingabe von Teilig mit seinem starken linken Fuß und dann ist es Adnan Keruat, der am energischsten zum Ball geht. Von Marktbreit gab es wirklich keine einzige Offensivaktion, zumindest nicht vor dem Tor, wenn dann mal sowas. Und das war eigentlich ein normaler Zweikampf, würde ich fast mal sagen. Das wiederum sieht der Schiedsrichter anders und pfeift. Die Bank regt sich darüber auf. Vor allem Co-Trainer Danny Mangold. Und dann heißt es. Aber nicht so, er geht dahinter. Der BSC super spielstark, wie wir hier an diesem Beispiel auch wieder sehen. Super Doppelpass hier mit Chris Webe.
Der bekommt den Ball wieder, bringt das Ding in die Mitte und da steht Adnan Kerouac. Aber er macht den nicht rein. War aber auch schwierig zu nehmen, trotzdem super herausgespielt. Achtung, dann etwas in Sachen Slapstick. Hoppala. Tja, und dann geht's auch wieder ganz, ganz schnell und da steht Ogo Ender ganz alleine vor dem Kasten und macht das Ding nicht rein. Kriegt aber zum Glück noch eine zweite Chance und macht die auch nicht rein. Alter Vater, zweimal hundertprozentige. Tja, kann man mal machen. Zweite Halbzeit und es ging weiter auf den Kasten von Benjamin Stör. Entweder auf der App gucken oder wenn naja, oder vielleicht auch drüber. Das gesamte Spiel eigentlich lief nur noch so nebenher. Es plätscherte so vor sich hin. Die Jungs vom BSC hatten weiterhin ein paar Chancen, wie jetzt hier Vincent Mütze, aber der Ball ging nicht mehr hinter die Linie. Die zweite Mannschaft konnte sich währenddessen schön in der Sonne ihr isotonisches Kaltgetränk gönnen und ganz tiefenentspannt das Spiel verfolgen. Tiefenentspannt war es auch für André Gall, den Trainer vom BSC, halt eben ohne Bier. Dann die allererste Offensivaktion von Marc Breit und das war's auch schon. In der 44. Minute, danach pfiff der Schiedsrichter ab. Das war's, 4:0 gewinnt die Heimmannschaft vom BSC. Unsere halbe Mannschaft befindet sich im Urlaub, deswegen ist es schwierig, den Jungs, die jetzt hier auf dem Platz ihren Mann stehen, teilweise eigentlich gestandene Zweitmannschaftsspieler, einen Vorwurf zu machen. Allerdings erwarte ich mir trotzdem von den Jungs, die dann hier sind, dass sie zumindest das, was sie können, auch auf den Platz bringen. Und davon haben wir heute, muss ich ehrlich gestehen, sehr wenig gesehen. 4:0, bist zufrieden, oder? Mit der ersten Halbzeit, ja. Da waren wir wirklich sehr präsent, richtig gut gespielt, immer wieder die Bälle erobert, schnell vorne reingespielt, Tore auch in den richtigen Momenten dann auch gemacht. Das war schon richtig gut. Die zweite Halbzeit war also nicht geplant, dass ihr einfach nur, dass ihr es haltet und dann vielleicht wartet, dass der Gegner ein bisschen kommt. Woran lag es dann? Nee, wir haben es genau auch angesprochen, dass wir das eigentlich nicht machen wollten, dass wir es schon auch vielleicht noch ein oder zwei Tore erzielen möchten. Aber klar, die Beine waren vielleicht müde beim einen oder anderen. Psst! Buja, Chaka, Buja, Chaka, hey! Buja Chaka, Buja Chaka, hey, hey, 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 hey. 4:0 für den BSC und damit die ersten drei Punkte hier zu Hause geholt. Für Marc Breit heißt es weiterhin hoffen, dass die Jungs aus dem Urlaub kommen und das ganz, ganz schnell. Für mich heißt es in nächster Zeit kein Urlaub, denn ich bin wieder unterwegs mit der Kamera, mit dem Mikro und zwar bei euch auf dem Platz. Also schreibt mir fleißig, wo es hingehen soll. Wir sehen uns. Bis dann.